herzlich willkommen zur Pressekonferenz Borger VC gegen Ballenstedt. Der zweite Versuch, also es ging heute schon mit den Fehlern auf dem Feld los. Jetzt zieht sich das hier in der Pressekonferenz fort. Also Borg verliert 3:1. Bei mir zu Gast Philipp Pickler und auf der anderen Seite Sören Lamprecht. Heute eine sehr abgespeckte Version, weil heute ist ja unser großer Abriss der Sporthölle Borg Süd. Darum kleine, intime Pressekonferenz. Philipp, sag mal zwei Worte zum Spiel einfach. Ja, also wir hatten uns was vorgenommen nach dem Hinspiel. Also die Serie ist gerissen gegen euch. Also ich habe gegen euch noch nie verloren. Das hat sehr gewurmt. Und deswegen sind wir schon im letzten Spiel engagiert aufgetreten. Das Training wurde angezogen. Also wir haben mal unter der Woche trainiert. Letzte Woche auch. Und dann hat man heute gesehen, dass wir uns sehr angestrengt haben. Das, was im Hinspiel bei euch besser gelaufen ist, ist bei uns diesmal gelaufen. Die Bälle sind nicht auf den Boden gefallen, also wenigstens war einer dran und dann Tusch aus oder so, aber wenigstens war einer da. Von daher war es ein cooles Spiel, geile Stimmung und ja, danke. Sören, Titelträume AD? Titelträume AD, ja, gute Frage. Erstmal Glückwunsch an Ballenstedt. Haben sich wirklich gut rehabilitiert für die 3-0-Klatsche. Die wir ihnen beibringen konnten im Spiel in Ballenstedt. Glückwunsch an dieser Stelle, würde ich jetzt auch schon mal sagen. 4 Punkte Vorsprung für Wittenberg. Ich denke nicht, dass sie sich das noch nehmen lassen. Dafür spielen sie einfach die gesamte Saison über zu konstant. Also Glückwunsch nach Wittenberg. Ja, ansonsten, wir haben halt noch 3 Spiele. Ja, wir gucken, dass wir die optimal gestalten können. Und dann gucken wir halt, was am Ende bei rauskommt. Fakt ist, wenn wir von den 3 Spielen welche gewinnen wollen, dann muss definitiv mehr kommen. Also ich glaube, heute kann keiner mit seiner Leistung zufrieden sein. Jeder Spieler hatte immer ein Element, wo es besonders gehakelt hat, wo wir absolut nicht mit zufrieden sein können. Gut, das gilt es jetzt mehr oder weniger abzuhaken. Ich hätte mir sicherlich einen anderen Abschied aus der Sporthölle vorgestellt, aber so ist es nun mal. Ja, auch in der Stunde der Niederlage gilt es, Größe zu beweisen. Dafür sind die Borger bekannt, fair zu sein und dementsprechend ja, abhaken, Mund abputzen, Krönchen richten und weiter geht's. Philipp, was habt ihr euch für die Saison noch vorgenommen? Also wir wollten schon Medaillenplatz anstreben am Anfang. Wir wussten, dass wir durch Arbeit, Beruf, Familie, das ist bei uns ein großes Thema, Familie vor allen Dingen, dass wir kleinere Brötchen backen müssen. Also der Ehrgeiz ist immer noch da, aber die Umsetzung, daran scheitert es. Also wir haben wirklich sehr wenig und sporadisch trainieren wir nur noch, wenn immer 5, 6 Leute da sind. Das ist dann schon ein gutes Training, aber nichtsdestotrotz sind wir sehr ehrgeizig und ich denke, dass wir die nächsten Jahre noch versuchen, immer das Niveau zu halten zumindest und dann gucken wir, was rauskommt. Also so leicht lassen wir es nicht unterkriegen und jetzt Platz 3 Ziel. Ja. Also ihr seid weit weg, Wittenberg ist zu weit weg, also da geht gar nichts mehr, aber ich denke, ein schöner Abschlussspieltag mit einer Medaille, oder das ist jetzt das Ziel. So, Sören, dir bleibt das Schlusswort in unserer Sporthölle Borg Süd. Das ist eine große Ehre. Soll ich die Katze jetzt aus dem Sack lassen? Weil ansonsten wäre es ja nicht das Schlusswort. Ja, gut, dann lassen wir das PPS, überlassen wir den Dr. Grashoff. Oder Dr. Donner besser gesagt. Ja, wir sehen uns beim nächsten Spiel sicherlich wieder in voller Montur, an welcher Stätte dann auch immer. Am 22. haben wir noch Pokalrunde. Ja, da gilt sicherlich, da können wir auch noch einen Titel gewinnen. So ist das nicht. Zumindest muss es Ziel sein, die nächste Runde zu überstehen, was denn gleichbedeutend wäre mit dem Finaleinzug. Ja, Gott sei Dank spielt der Ballenstedt, die verzichten immer auf den Pokal, da haben sie Angst vor, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, den will sich Ballenstedt nicht stellen, da hört es dann auf. Und ansonsten hoffe ich noch auf ein versöhnliches Saisonende, ja, da sind wir alle selbst für zuständig, dass das so auch funktioniert. Und ansonsten gilt es noch Danke zu sagen an den Fans, die heute in der Halle waren. Das war wirklich ein würdiger Abschluss heute. Fantastische Stimmung. Und drin läuft gerade die Live-Musik. Wir werden ja ständig gestört, mehr oder weniger. Gott sei Dank haben wir Mikro. Ja, ich sage einfach nur Danke und bis auf bald.
Genau, ihr hört es. Draußen spielt die Band. Es ist laut, es ist voll. Mal gucken, der Schweiß tropft, glaube ich, schon von der Decke. Es ist süffig und wir gehen jetzt raus und werden wohl noch ein Versöhnungsbier trinken und ihr könnt feiern. Prost. Die Katze? Die Katze aus dem Sack. Die Katze aus dem Sack. Vielleicht gibt es ja noch eine Zugabe hier in der Sporthölle. Wir werden sehen.